Servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute gibt's mega leckere Semignädel wie von Omas Zeiten. Also die sind wirklich saugut. Ich habe von gestern 9 altbackene Semmeln klein geschnitten. Da habe ich ungefähr 500 Gramm jetzt Knödelbrot rausgebracht. Und aus denen machen wir richtig saugute Semignädel. Weil heute gibt's da Schwammersuppen. Und zu der Schwammersuppen passen am besten die Semignädel. Was man alles für Zutaten braucht, das zeige ich euch nachher in der Detailansicht und dann würde ich sagen, legen wir los. Was brauchen wir für Zutaten? Ich habe jetzt 500 Gramm Knödelbrot, vom Vortag habe ich da 9 Semmeln zerschnitten. Wir brauchen einen guten Bund Petersilie, eine riesengroße Zwiebel habe ich da hergenommen, Gemüsezwiebel, klein in Würfel geschnitten. Etwas Pfeffer, etwas Salz, 50 Gramm Butter, 500 Milliliter Milch und 4 Eier. Ich tue jetzt gleich die 500 Milliliter Milch mit die 50 Gramm Butter, tue ich erwärmen, bis der Butter geschmolzen ist. Und die große Zwiebel tue ich gleich schon mal richtig schön anbraten, nicht zu krass. In der Zeit tue ich schon mal die Eier in eine extra Schüssel. So, die Butter ist jetzt leicht angebraten. Machen wir den Ofen aus. Die lassen jetzt etwas abkühlen und hier habe ich die Eier und da tue ich jetzt die Petersilie rein. Die Milch ist jetzt auch heiß oder warm. Ich stelle mir zwei auf die Seiten. Genau. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Etwas Pfeffer. Und das Ganze dann jetzt richtig schön verquirlen. So, dann geben wir jetzt da die Milch drüber. Das lassen wir dann ein bisschen erkalten. Die Zwiebeln sind jetzt auch soweit. Die können wir auch schon rein tun. Jetzt ist ganz wichtig, dass die Masse mit der Milch und Butter abkühlt. Und dann können wir erst die Eiermasse, weil sonst fängt es hier schon zu stocken an. Das wollen wir ja nicht. Also müssen wir das ein bisschen abkühlen lassen, warten wir so 10 Minuten und dann geben wir die Eiermasse hinzu. So, die Eiermasse, so die Knödelmasse ist jetzt ein bisschen abgekühlt und jetzt geben wir die 4 verquirlten Eier mit der Petersilie zu. Das kann man alles schön andrücken. Dann kann das alles schön durchziehen. Könnte man es mit der Faust machen, aber mache ich jetzt nicht, weil ich dann gleich was anderes machen muss. Einfach schön reindrücken. Und dann kann die Masse schön durchziehen. 15-20 Minuten, das ist ungefähr die Regel. Und dann kann man schön draus die Knödel formen.
So, dann sehen wir uns später wieder. Wir haben das 20 Minuten rum und jetzt sind die schön durchgezogen. Was wir jetzt brauchen, ist definitiv eine Schüssel Wasser. Ich habe Backpapier mit Packpapier und Handschuhe, damit wir die Kamera dann hinterher. Ich tue jetzt ein bisschen einweichen und tue das Ganze nochmal schön durchkneten. Soll nicht zu weich sein, nicht zu batzig sein und auch nicht zu trocken sein. Der Teig ist genau richtig. Hat eine richtig gute Konsistenz. Ich nehme so, weil ich will große Knödel machen. Ich darf schon so eine Hand groß sein. Und dann jetzt richtig zusammendrücken, damit er später nicht auseinanderfällt. Und damit man dann schöne Knödel formen kann. Wichtig ist, dass er beim Kochen dann nicht auseinanderfällt. Und das machen wir jetzt mit allen Knödeln. Immer Wasser. Dann nehme ich da so eine gute Handvoll wieder. Und immer fest zusammendrücken. Das ist ganz wichtig. Also macht das und das soll nicht zu batzig sein, die Konsistenz, genau richtig, dass es richtig schön formen lässt. Und das geht perfekt, das ist eine richtig schöne Kanonenkugel. Ja, sind auch schön. So, die Knödel sind jetzt fertig. Die sind geformt. Wie gesagt, 6 Stück habe ich rausgebracht. Jetzt tue ich einfach so eine Bahn. Oder 2 Bahnen. Glasichtfolie drüber. Nee. Und dann würde ich sagen, bis für 60 Minuten ungefähr im Kühlschrank. Wenn es länger im Kühlschrank sein, macht überhaupt nichts. Und rohe Semmelknödel kann man eingefrieren und halten so 1 bis 2 Monate im Kühlschrank, in der Gefriertruhe. Überhaupt kein Problem. Also im rohen Zustand eingefrieren, top, und schon hat man immer Reserve Semmelknödel. So, die Knödel waren jetzt ungefähr 2 Stunden im Kühlschrank. Die sind jetzt richtig schön fest worden. Das ist die leckere Pilzsuppen, Schwammersuppen. Und hier haben wir das Knödelwasser. Jetzt haben wir die Knödel reingeben. Jetzt ist ganz wichtig, lassen wir es ein bisschen kochen. Und dann machen wir einen Deckel drauf. So, jetzt lassen wir die Knödel 20 Minuten auf niedriger Stufe. Ich habe jetzt die 3. Lassen wir die dahin simmern und dann sind die Knödel fertig. Schwammersuppen geht es auch gut. Richtig gute Konsistenz. Wir haben jetzt hier drin Steinpilze und Maroni. Ein paar Pfifferlinge sind drin. Jo. Die Knödel sind richtig fest und gut geworden. Die Schwammersuppe ist auch sehr lecker. Und jetzt schneiden wir das einmal richtig auseinander. Schaut euch das an. So soll der Semmelknödel ausschauen.
Wie gesagt, wir lassen es jetzt schmecken. Die Semignel, lasst ein Auge da, macht es unbedingt einmal noch. Semignel nach Oma-Art und eine richtig leckere Schwammersuppe. Da liegt nichts mehr im Weg. Also mit diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Habe die Ehre, macht es gut. Der Helmut, der Anker vom Schmiedl, bis zum nächsten Video. Servus!